Also, wir sind jetzt in Schrems und zwar im Gelände der Waldviertler Schuhwerkstatt. Und ich bin der Stadinger Heini. Ich arbeite da seit, ja, es sind schon wieder 18 Jahre, dass ich da angefangen habe. Und in dieser Zeit hat sich unsere Firma eigentlich ziemlich entwickelt. Vor 18 Jahren waren wir 12 Leute, jetzt sind wir genau 120. Ich habe Spielregeln für psychische Gesundheit gelesen, wo ich spüre, dass ich denen so innerlich von ganzem Herzen zustimmen kann. Und zwar hat ein gewisser Antonowski untersucht, Frauen, die viele Jahre im KZ unter die Nazi verbracht haben. Und dann hat es unter diesen Frauen noch gegeben, die waren komplett kaputt und ohne Zukunftshoffnung. Während mehr als ein Drittel dieser Frauen pumpelgesund und tatkräftig waren. Und er hat dann untersucht, was sind die Voraussetzungen, dass ein Mensch gesund ist. Und zwar sagt er, das Leben ist nie ein Wunschkonzert, wo es nur das spielen, was dir taugt. Es kommt immer daher wie in einem Wildbach. Und dann hat er Spielregeln für das Gesundsein formuliert. Er nennt es Salutogenese. Und die drei wichtigsten Punkte habe ich mir gemerkt. Das eine ist, du musst die Welt, in der du dich aufhältst, in der du lebst, einigermaßen verstehen und begreifen können. Du musst das Gefühl haben, dass du sie beeinflussen kannst durch dein Bemühen, dein Engagement, deine Ideen. Und du musst eine Chance haben, irgendwie sinnvoll zu agieren. Ich muss meine Welt verstehen. Ich muss meine Welt beeinflussen können und ich muss eine Chance haben, dass das, was ich tue, irgendwie in einem sinnhaften Zusammenhang steht. Und das glaube ich aus ganzem Herzen, dass das gute Voraussetzung fürs Gesundsein ist. Wenn wir jetzt fragen, was ist gut für die psychische Gesundheit? Wenn man Freude hat, das ist ohne Zweifel gut für die Gesundheit. Aber dass zum Erreichen von Zielen auch große Anstrengungen überwunden werden müssen, Anstrengungen gemeistert werden müssen, das macht die Freude oft nur größer. Das meint im Ernst, ich Heini Stadinger.